Servus Leute und schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute geht's noch einmal auf die Heumödern Trails. Bei unserem letzten Besuch hier konnten wir leider nicht alle Trails fahren, aber das holen wir heute nach. Beim letzten Mal sind wir den Julian Trail, den Siggy Trail sowie den roten Teil des Rodelbahn Trails gefahren. Den Link zum Video findet ihr oben rechts. Heute schauen wir uns an, ob man als fortgeschrittener Anfänger und mit einem 9-jährigen Kind auch den Z-Trail und den Eulenhof-Trail fahren kann. Und um diesmal ein paar mehr Abfahrten zu schaffen, waren wir zum ersten Mal mit dem E-Bike unterwegs. Ob das Ganze geklappt hat, das seht ihr jetzt. So Leute, jetzt probieren wir mal wieder den Z-Trail aus. Das letzte Mal, als wir das probiert haben, bestand der eigentlich nur aus Matsch. Ich glaube, da schneiden wir euch mal ein paar Szenen gerade rein. Ich soll dir helfen? Wie soll ich dir denn helfen? Passt nicht durch, oder was? Ja, oh leck! Eingerutscht. Oh, ist das krass. Wirklich gut. Jo! Oh, leck. Leute, wenn es kürzlich noch geschneit oder geregnet hat und ihr keine Lust auf eine extreme Fangopackung habt, dann fahrt lieber nicht zu den Heumödern-Trails. Oder macht zumindest einen großen Bogen um den Z-Trail. Woraus auch immer der Matsch hier besteht, das Zeug ist die absolute Hölle und lässt sich fast nur noch mit Hammer und Meißel entfernen. Und? Hast du Spaß? Nein. Warum nicht? Weil ich putzen muss. Aber nicht mit dem Stock jetzt. Okay, dann mein Freund, Z-Trail. Ab geht's. Der Z-Trail mit knapp 500 Metern Länge bei 95 Höhenmetern verläuft hinter der Talstation den Berg hinunter und endet direkt am Übungsparcours. Wenn ihr Lust auf etliche enge und steinige Kurven habt und vielleicht ein wenig an eurer Kurventechnik feilen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Bis es aber richtig losgeht, geht's erst nochmal eine ganze Weile sehr gemütlich durch den Wald. Naja, der besteht ja immer noch aus Matsch. Leider kommt das im Video nicht wirklich rüber. Aber der Trail ist an manchen Stellen doch recht steil. Um an solchen Passagen auf Nummer sicher zu gehen, gerade wenn man mit einem Kind unterwegs ist, haben wir eine unumstößliche Regel. An gefährlichen Stellen wird angehalten und kurz besprochen, ob und wie man das Ganze fahren will. Ja, das ist immer noch eine ganz schön rutschige Angelegenheit hier. Eine ganz schön steinige. Die ersten Kurven auf dem Z-Trail sind allesamt recht steil, eng und steinig. Dennoch kann man sie alle locker ausfahren. Ich hatte mir diesmal vorgenommen, ein wenig zu üben, das Hinterrad umzusetzen. Wie man sieht, hat das noch überhaupt nicht geklappt. Also wirklich gar nicht. Aber genau für solche Vorhaben ist der Z-Trail eigentlich ideal. Auf dem unteren Teil des Trails geht's dann etwas lockerer von der Hand. Das mit dem E-Bike ist aber trotzdem so eine Sache. Bergauf großartig, aber gerade auf dem Z-Trail bisher nicht wirklich mein Ding. Aber vielleicht wird das ja noch. Der Falter.
Geübte Kids mit etwas fortgeschrittenerer Fahrtechnik können den Z-Trail auf alle Fälle gut fahren. Gute Schutzausrüstung vorausgesetzt. Denn die vielen Steine auf dem Trail sind teilweise extrem spitz und scharf und wenn es hier scheppert, dann tut's richtig weh. Blutigen Anfängern würden wir daher vom Z-Trail erst einmal abraten. Zumindest so lange, bis der Sigi-Trail richtig sitzt. Allmächtig. Sauber? Hast du gut gemacht, hey? Z-Trail, zack. Leute, man kann vom E-Bike halten, was man will. Wenn du mit dem Kind unterwegs bist in so einem Trailpark, ist das einfach der Wahnsinn. Wir sind jetzt anderthalb Stunden hier, fahren jetzt gerade zum vierten Mal hoch, brettern gerade den Hügel mit 25 km/h hoch. Ein Strich vom Akku fehlt. Jo, was willst du mehr, ne? So. Jetzt geht's auf den Eulenhof Trail. 2500 Meter, Mittel, Medium, Helmpflicht. Kriegen wir hin. Sind wir noch nie gefahren? Wir sind gespannt. Freund, auf geht's. Mit der ersten Hälfte des Eulenhof Trails verhält es sich wie mit dem Z-Trail. Es geht unspektakulär, locker und gemütlich durch den Wald, wobei das Ganze mit dem E-Bike schon ordentlich Laune macht. Also der erste Teil. Das Eulenhof Trail ist ja irgendwie so ein bisschen aufgebohrter Waldweg. Ja, und bevor es dann endlich richtig losgeht und sich der knapp 2500 Meter lange Trail in eine blaue und eine rote Linie teilt, geht sogar noch mal ein Stück nach oben. Besonders bei Kindern kommt das extrem gut an. Du fährst vor. Tu dir nichts, pass auf. Okay. Rot. Über die blaue Abfahrt können wir nichts sagen, da wir diese nicht gefahren sind. Die rote Linie allerdings macht richtig Laune. Steile Passagen mit steinigen Kurven, gefolgt von Anliegern, kleinen Sprüngen und immer wieder mal kleineren Fahrfehlern. Die meisten Hindernisse auf dem Trail kann man ganz gut umfahren. Dennoch würden wir die rote Linie nur mit Kids fahren, die wirklich sicher auf dem Bike unterwegs sind und wissen, was sie können oder lieber lassen sollten. Da kommt das Steinding, vorsichtig. Der Anstieg zum Startpunkt des Eulenhof Trails dürfte der längste auf den Heumödern Trails sein. Und auch wenn die erste Hälfte des Trails nicht sonderlich spannend ist, ist die rote Linie hier mittlerweile unser Favorit. Der Trail ist einfach eine runde Sache, macht unglaublich Spaß und bietet fortgeschrittenen Anfängern reichlich Abwechslung. Na? Da hätten wir schneller sein müssen, ja. Uns haben Z und Eulenhof Trail auf alle Fälle eine Menge Spaß gemacht. Und wir haben gemerkt, dass wir beim Biken wirklich Fortschritte machen. Vor ein paar Monaten wären wir hier sicherlich noch nicht so gut runtergekommen. Bis wir die großen Downhill- und Jumplines dieser Welt rocken, wird aber sicher noch einige Zeit vergehen. Vielleicht wird das auch nie passieren. Aber auch das wäre vollkommen okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben, einen Kommentar
oder sogar ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.